Guten Tag an die Geräte zu Hause. Es ist Freitagabend. Wir haben 17.30 Uhr. Der DAX steht bei 12.797. Wir machen ja auch die Analyse über den DAX, aber vorher folgendes. Börsentag München. Am 16.07. ist der. Und in dem Raum C112 gibt es vor mir den Robert Halver, Murphy's Law, was schief gehen kann, geht schief. Ja, das kennen wir alle. Das Brötchen mit der Marmeladenseite. Dann komme ich um 14.20 Uhr, auch in dem gleichen Raum, 14.20 Uhr bis 15 Uhr. Ich werde euch auch gleich zeigen, was ich da mit euch vorhabe. Und nach mir, das ist auch für viele interessant, das ist die Katja Eckert, finanzdiva.de heißt das. Kursverluft und Zweifel an der Zukunft. Was bleibt von der Kryptorevolution? Ja, das weiß ich auch nicht. Bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. Also wir sind alle im Raum C112. Das ist einer der größten Räume. Ich glaube, da gehen 200 Leute ran. Ich zähle auf euch. Was ich mit euch vorhabe, ist das hier. Und zwar will ich euch diesen 5-Punkte-Plan erklären. Letztendlich will ich versuchen, ein Seminar, was normalerweise bei mir 8 Stunden dauert, auf 40 Minuten zu reduzieren. Aber auch so, dass ihr noch Möglichkeiten habt, Fragen zu stellen. Das hier gehe ich einzeln mit euch durch. Dann kriegt es für jedes die Regeln. Ja, hier zum Beispiel Trenderkennung. Und dann, und das ist eigentlich der Witz dabei, ich nehme den Chart vom Freitagabend, den DAX-Chart vom Freitagabend. Erst machen wir die Trenderkennung, dann kommen die Bänder, dann kommt der Chart mit den Bändern, dann kommt der Chart mit den Bändern und den Fibos, dann mit dem MACD, dann mit allem. Das heißt, ich analysiere mit euch gemeinsam den DAX vom Freitagabend am Samstag. Deswegen wird es an diesem Freitag auch keinen Film geben, weil wenn da schon Leute hingehen, 14.20 Uhr bis 15 Uhr, dann sollen die auch dafür auch ein bisschen belohnt werden, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Es gibt, das Programm ist, ich weiß nicht, ob es fertig ist, aber es ist extrem umfangreich. Da ist also alles Mögliche da. Alle möglichen Leute, die Vorträge halten. Und ich finde es schön an diesem Börsentag in München. Ihr habt zwei, ja, nennen wir es mal Arenen. In der Mitte sind die Stände der Aussteller und drumherum sind diese Glaskästen. Da hat man relative Ruhe. Wie gesagt, bei mir sind es also 200 Leute, die da Platz haben. Und es würde mich echt freuen, wenn wir das Ding da vollkriegen. Und Fragen können wir dann auch noch beantworten. Das machen wir dann hinterher dann draußen. Weil, wie gesagt, dann kommt die Katja hinter mir. Und es gibt ganz tolle Vorträge. Der Martin Neig zum Beispiel von Money Monkeys, der hält auch ein. Der ist nach mir. Das ist auch super interessant. Aber informiert euch da im Vorfeld, was da kommt und macht euch einen Plan. Aber nochmal, wäre schön, wenn ihr bei mir vorbeikommt, weil den einen oder anderen, oder ich kenne viele von euch nicht, aber würde mich freuen, den einen oder anderen mal kennenzulernen. Was habe ich denn dann sonst noch? Was ist denn das hier? Bildschirmfoto. Moment. Ja. Hier geht es um die Banken. Ich habe kundgetan, dass ich also die Banken bis Ende des Jahres mag. Meine Idee war die Zinserhöhung wird den Banken nutzen und bis wir als Privatanleger, Sparer da was abbekommen, das wird dauern. Da stehe ich auch nach wie vor zu. Ich habe persönlich Positionen in Deutsche Bank und in Commerzbank. Das hier sind die Daten, wann die ihre Q2-Zahlen veröffentlichen. Wenn ich alles richtig gesehen habe, fängt es am 14.07. mit JP Morgan an und dann am 15. Wells Fargo, Citibank. Und das hier, das interessiert mich sehr, BlackRock. Das ist am 18.07. Dann erst kommen die Deutschen am 27.07. und am 3.08. Ich muss ein bisschen aufpassen mit diesen Banken, weil ich habe das also heute wieder gesehen. Die Moody's haben die Commerzbank runtergenommen. Die Commerzbank, die letzte Woche bei 7,54 standen, sind gerade eben bei 6,38. Ich habe von Deutsche Bank und Commerzbank habe ich Positionen. Ich behalte die aber. Ich halte das Risiko für unten für limitiert. Aber ich kaufe jetzt hier nicht einfach alle 10 Cent dazu. Das kann man nicht machen. Ich möchte eigentlich mit den Zukäufen warten, bis wir hier am 14.07. mal JP Morgan gesehen haben. Das Problem ist nicht, dass die vielleicht nichts an den Zinsen verdienen. Das Problem ist, dass, und das geht jetzt überall rum, Liquidationen von Firmen, Pleiten oder so, durchaus kommen können. Und das möchte ich auch glauben. Deswegen, ich warte jetzt mit den weiteren Zukäufen bis Mitte Juli. Das nur zu den Banken. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass ab Anfang Juli, wenn die Q2-Zahlen kommen, das wird ein ganz, ganz heißer Sommer, der da auf uns zukommt.
Und damit meine ich jetzt nicht das Wetter, sondern die Börse. Das wird richtig, richtig heftig und da muss man echt ein bisschen aufpassen, wie das läuft. Nach wie vor halte ich das hier für einen sehr guten Markt fürs Daytrading. Also da waren heute auch wieder Signale dabei, denen dann Bewegungen gefolgt sind von 100, 150 Punkten. Die sind gut. Ja. Ihr werdet nie von mir den Ausdruck hören, einfach. Ja, das sind sie nicht. Börse ist nicht einfach und sie ist nie einfach und wird es auch nie sein. Von mir kommt es nicht in einem Satz, Börse und einfach. Aber sie waren offensichtlicher, sagen wir es mal so. Für den Endanleger ist es ganz schwierig zu entscheiden, ob, nehmen wir mal so eine BASF, die war gestern auch mal unter 40 und letzte Woche oder Anfang dieser Woche waren sie über 43. Ja, ist jetzt die nächste Bewegung 43 oder ist die nächste Bewegung 39? Das ist ganz, ganz schwierig und im Zweifelsfall verdient man da nichts dran, weil die Bewegungen für einen Endanleger zu klein sind, aber für einen Daytrader machen die durchaus Sinn. Vielleicht jetzt nicht gerade im BASF, ja, aber natürlich im Index oder im Gold oder wo auch immer. Zu Gold versuche ich am Wochenende einen Film zu machen. Es wird mir wieder gewünscht. Ich habe da bisher einfach nichts gesehen, deswegen habe ich nichts gemacht. Aber jetzt gehen wir mal hier in den DAX. Ich wollte euch gerne, weil der Monat rum ist und das erste halbe Jahr, den Monatschart zeigen, aber auf dem System hier haben sie einfach den Monat Juni geklaut. Da gibt es keine Kerze für Juni im Monatschart, wie auch immer das geht, ich habe keine Ahnung. Und deswegen fangen wir mal hier mit dem Wochenchart an. Das ist der Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche. Wir haben die 1, 2, 3, 4, 5. negative Woche. Wir handeln an dem unteren Band und in dem Trendkanal. Da sind wir gerade eben wieder reingelaufen. Der Schlusskurs, muss man schauen, der müsste liegen so bei 12.818 im DAX. Und der Nasdaq ist im Moment 11.463. Wir sind leicht negativ, ohne spektakuläres Signal im MACD. Und, jetzt mache ich es ein bisschen größer, damit man es besser sieht, wir gelten jetzt finalement als überkauft auf Wochensicht im Oszillator. Finde ich gut. Ja, aber es dreht noch nicht. Wir haben hier, das kann man hier fast schöner sehen als im Tageschart, so eine Art Doppelboden bisher. Und jetzt gehe ich auf den Tageschart, da ist nämlich auch das eine oder andere passiert. Tag. So, muss ich mal hierher holen. Dieses Gap vom 8.3. haben wir geschlossen. Das ist jetzt also Geschichte. Das heißt, diese Seite des Charts ist sauber. Wir haben jetzt, jetzt hole ich es näher ran und wir vergessen dieses Gap. Wir haben jetzt hier natürlich einige. Hier ist eins und hier ist das nächste. Hier ist ein klitzekleines. Ja, hier ist, warte mal, das ist geschlossen. Jetzt haben wir hier eins. Also der Chart ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Ja, das ist aber nichts Wildes erstmal. Eine Info vorab. Wir haben am Montag, haben die Amis zu, Independence Day. Ja, können wir alle wieder die schicken Filme sehen. Und da läuft gar nichts. Ja. Das ist für die ein hoher Feiertag und da läuft überhaupt nichts. Weitermachen wir mit den Bändern. Und die Bänder sind beide jetzt nach unten gerichtet. Das ist grundsätzlich negativ. Die 20-Tage-Linie ist relativ weit weg bei 13.434. Vom Chart her habe ich einen Widerstand hier in dem Bereich 13.360. Da hatten wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Das ist ein Widerstand. Außer dem kompletten Kanal. Wir haben gestern was sehr Interessantes gemacht. Da kommt das nächste kleine Bildchen mit rein. Ich habe heute ganz viele Bilder für euch gemacht. Und zwar haben wir hier einen Dragonfly Doji. Das ist extrem selten. Das kommt vielleicht ein, vielleicht zweimal vor im Jahr im DAX. Der sieht so aus. Das ist dieser hier. Eingangskurs gleich Ausgangskurs mit ganz, ganz langer Lunte. Dragonfly Doji. Kleiner Bruder vom Hammer. Und der hat es, je nachdem wie spitz der Bleistift ist, der hat es sogar wieder an den Trend geschafft. Heute sind wir wieder drunter und wir haben innerhalb dieses Trends geschlossen. Der Vorteil von dieser heutigen Kerze ist, dass wir nicht das Low von gestern, wo war das genau, Moment, bei 12.618 unterboten haben. Wir waren heute 12.624. Das ist charttechnisch gesehen auf jeden Fall ein Vorteil, ein positives Signal und das Wiedereintreten in diesen Trendkanal. Das finde ich ganz gut. Wir sind auf Tagessicht, wie gesagt, hier völlig neutral, hier also sowohl in der Woche als auch über den Tag, völlig neutral. Da gibt es wirklich nichts Besonderes zu sagen.
Dann haben wir einen, aber nur ganz, ganz, ganz leicht überkauften Oszillator. Der dreht aber noch nicht. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass am Montag nicht allzu viel passiert, wenn wir nicht irgendwelche Nachrichten haben von der Ukraine oder was auch immer. Aber du musst doch nach wie vor rechnen. Ich denke, dass der Markt hier wirklich dieses Doppeltop, das sind nicht nur diese beiden, sondern wie gesagt auch der von hier hinten, Doppelboden, Entschuldigung, dass er das annimmt. Also ich täte mich sehr schwer, jetzt hier short zu gehen, außer vielleicht für 50 oder 100 Punkte. Ich glaube eher, dass wir in Richtung dieses Gaps gehen, da sind wir bei 13.003 und dann haben wir uns das nächste bei 13.229. Also ich bin nicht, ich kann nicht so negativ sein. Wie gesagt, bei den Banken warte ich jetzt ab, aber ich finde, eine Volkswagen ist zu viel gefallen und eine BASF auch und ich glaube, die haben jetzt kurzfristig mal Potenzial. Der Markt ist ziemlich short. Da ist ordentlich reingefixt worden. Das hatten wir ja letzte Woche mit den Headlines. Ich möchte nicht sagen, dass sie nervös werden, aber wenn der Markt steigt, ist das für die unerwartet. Und dann irgendwann müssen sie auch rein oder wieder rein oder zumachen. Das Sentiment ist, will ich auch mal zeigen, ziemlich neutral. Das ist ungewöhnlich für 17.30 Uhr am Freitagabend. Normalerweise hat es dann schon größere Ausschläge, aber das zeigt die Mischung aus Angst und, tja, wie soll ich sagen, die Mischung aus Angst und nicht vorhandenem Vertrauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Basis. Also mit wem ich spreche, der will eigentlich den DAX irgendwo am liebsten unter der 10.000 sehen. Die Stimmung ist grottig, aber ich sehe das gar nicht so. Ich habe dann noch hier als letztes Schaubild für euch die Scheine. Und da habe ich diesmal ganz anders genommen. Manchmal bekomme ich Nachrichten, hier, deine Scheine sind zu hoch gehebelt. Wenn ich mal zum Beispiel mittwochs einen habe, der 30 ist oder 40, dann kriege ich wieder andere. Kannst du nicht mal wieder Scheine nehmen, die ein bisschen Gas dran haben? Ja, nicht einen 10er-Hebel oder so. Das ist schwierig. Ich versuche, die Scheine zu nehmen auf Niveaus, die mir als wichtig gelten. Und das ist jetzt eine Sache, ich sage nicht, vertraut mir nicht, das bitte nicht, ja, aber ich nehme die Scheine an wichtigen Marken. Und da fange ich mit dem hier an. Das sind 12.426er. Der liegt unter dem hier. Hat im Moment einen Hebel von 28. Wenn, wovon ich eigentlich mal ausgehe, der Markt Montag, Dienstag hier eine Biege nach oben macht, was nichts anderes ist als eine Korrektur im Downtrend. Ja, der Downtrend ist nach wie vor existent. Sehe ich keinen Grund, mir irgendwie einen 12.000er zu nehmen. Nee, dann will ich dabei sein. 12.426 mit momentan einem Hebel von 28. Der dürfte sich in der letzten halben Stunde schon auf 27 reduziert haben. Das ist die GK12EZ. Dann habe ich einen Put. Das ist die Basis 13.502. Damit sind wir am Montag hinter diesem Trendkanal und hinter der 20-Tage-Linie. Der kommt aber nur ins Spiel, wenn wir hier nochmal das Low unterbieten. Das Low von heute und gestern. Sehe ich momentan nicht, aber ich will euch wenigstens nennen. 13.502 mit dem 18er Hebel ist die GK67QW. Also ich finde, das ist ein insgesamt sehr spannender Markt, der mehr Spaß macht auf der Daytrading-Seite als Endanleger. Aber das ist nun einfach mal so. Ich suche mir das auch nicht aus. Aber manchmal sitze ich halt dann leider, obwohl ich neulich gesagt habe, ich mag das nicht mehr. Manchmal sitze ich halt davor, weil es einfach spannend ist. Plant den Börsentag am 16. Juni ein. Guck mal ins Programm rein. Das sind ganz, ganz tolle Vorträge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr um 14.20 Uhr bei mir seid, in dieser C112. Dann schmeißen wir den Robert Halber raus. Der schwätzt sich nämlich auch ganz gern fest. Und dann machen wir das, ja. Und machen dann hinterher Platz für die Katrin Eckert. Ja. Vielleicht bringe ich auch einen Kaffee mit. Muss man schauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und ein fette Beute. Bye, bye. Ciao.